Hallihallo, herzlich willkommen zurück zu einer wunderschönen neuen Folge Assassin's Creed Odyssey und wir begeben uns jetzt hier in dieses Doma hinein. Und zumindest von dem, was wir jetzt gerade hier so erkundet haben und dort sehen konnten, würde das bedeuten, dass das gar nicht so viel ist. Das heißt, wir könnten, wenn alles glatt läuft, das Gebiet hier oder dieses Doma und das nächste dann direkt zusammen machen. In dieser Folge. So, mal gucken, ob das so klappt, aber es könnte zumindest klappen. Haben wir hier. Kronenprototyp. Aha. Mal kurz gucken. Alle Abklingzeiten werden bei perfektem Ausweichen um 10% reduziert. Ah. Ah. Ist okay. Ist, ja, doch. Da gibt es auch schöne Spielziele dafür. Wo man das sinnvoll nutzen kann. Haben wir noch irgendwas anderes? Aber das ist hier einfach mal so in irgendeiner Truhe, die nicht beschützt ist und so weiter. Gut. Alles klar. Ich bin da ja flexibel. Also. Bloß nicht sehen lassen. So. Ja, ich weiß, dass da noch Loot lag. Ist aber auch echt nicht wichtig. Ja, ich weiß, aus meinem Munde. Aber es ist halt wirklich einfach viel zu viel. Das muss man einfach mal so sagen. Brief von Diaprepes. Ich habe die Instrumente als Kronen gestaltet, so dass sie jeder Herrscher der drei Schwesterreiche nutzen kann, um andere zu kontrollieren. Persephone, Hades und Vater wären unaufhaltbar. Tja. Jetzt müsste ich glatt nochmal überlegen, ob denn Poseidon nicht tatsächlich auch so eine Krone auf hat. Und bei den anderen wissen wir es. Wie, er lootet nicht alles. Ach, ja. Wenn ich das jetzt hier überall noch machen würde, nee, da brauchen wir ja... Oh Gott. Ich will mir gar nicht ausmalen, wie lange wir dann dafür jetzt noch brauchen würden. Da wären wir jetzt nicht mal bei der Hälfte wahrscheinlich. Das fällt auch wirklich gar niemandem dort drüben auf, ne? Dass wir jetzt hier gerade
das Ding kaputt gemacht haben. Einfach allen egal. Es gibt kein... Genau. Das habe ich auch immer wieder versucht, den Leuten klarzumachen. Aber geht halt anscheinend nicht. Ne? Das ist anscheinend zu schwer nachzuvollziehen. Aber ich gebe mein Bestes. So. Hast doch Zeit, also lass dir Zeit beim Looten. Aha. So, dahin. Dahin. Ja, hätte ich das. Hätte ich nochmal scannen sollen, weil dann hätten wir das schön an die letzte Folge mit ranhängen können. Das jetzt gerade und dann. Naja. Passt schon. Los. Okay, Pferd möchte nicht hier runter. Verstehe ich nicht. Das war absolut kein Problem. Verstehe nicht, warum man da nicht einfach mal runterspringen kann. Eieiei, das sieht aber auch wieder aus wie sonst was hier. Übelste Festungen hier wieder aufgebaut. Cedra hätte ich jetzt sowieso erst jetzt machen können, durch diese Dreier Zugangsdings. Ist ja okay. Es hat ja manchmal tatsächlich Hand und Fuß, was ich mache. Nicht immer, ich weiß, aber manchmal. Was gehört. Ja, ich glaube auch. Hier ist nichts zu sehen. Oh. Gott, na dann ist ja super. Hatte schon Befürchtung, dass hier was zu sehen wäre. Aber da war ich wohl wieder nur zu vorsichtig. Ich die jetzt gerade mit meinem Bogen nicht anvisieren konnte, verstehe ich auch nicht. So, kurz scannen. Das ist immer so ein bisschen anstrengend. Dass das jetzt beinahe wieder
schiefgegangen wäre. Das ist schon mack. So, ja, den Rest können wir auch. Also die anderen Leute können wir auch auf dem Rückweg dann machen. Ich glaube, es ist sinnvoller, jetzt erstmal hier drinnen zu wüten. Von hier drüben. Einfach kurz hierher. Genau. Und kurz sterben. Ja, sehr schön. Danke. Das hat genau so gepasst. Das können wir beim besten Mal, also beim nächsten Mal, gerne wieder so machen. Ne? Das ist wie bei eBay. Gutes Opfer, gerne wieder. Ne? Gut, das ist aber auch ziemlich verwinkelt hier, ne? Muss man mal dazu sagen. Ich tüdel mich hier ganz nach oben, aber hier oben gibt's gar nichts. Wo bin ich, ne? Wo bin ich? Ist immer wieder die Frage. So, okay, gut. Dann einmal hier hoch. Einmal das. Boah, ich freue mich. Ich freue mich gerade wirklich riesig. Dass wir da jetzt hier, dass wir jetzt so langsam fertig sind. Mal wieder was Neues anfangen. Neue Storyline und sowas. Oh. Gut. Vielleicht auch neue Spielemechaniken und sowas. Ja, vielleicht auch neues Universum, ja, ist richtig. Halt generell mal wieder rauskommen, ne? Aus dem Ganzen. So, okay, sehr schön. Das
Das passt erstmal für mich. Tut dir was weh? Ach so. Jetzt achte es doch. Geht doch. Gut. Ich glaube, ich muss... Oh, wo muss ich denn jetzt am sinnvollsten... noch hin? Nur für euch. So, was haben wir denn noch? Den Polemarchen, den Befehlshaber und zwei Fackeln. Oh, wie komme ich denn da runter? Muss ich da erst über drin irgendwie was tun? Ah!
Dispatch. So, gut, da haben wir das. Aber wie komme ich denn? Ich bin irgendwie gerade zu doof. Naja, ich mache erstmal die da drüben und dann. Ich muss mal gucken, wie ich da runterkomme. Glückstreffer. Okay. So, das haben wir, aber irgendwie, ich muss noch irgendwo runter. Ach, hier ist das. Alles klar. Gut, wir haben es gefunden. Sehr schön. Wenn ich mich jetzt hier so mit Pose hinstelle, kriegen die das mit? Ich gehe gleich runter, ne? Ich wollte bloß, ich habe hier oben ja noch eine Kiste gesehen. Du solltest eigentlich hier hoch. Das müsstest du nämlich schaffen. Das kann ich jetzt hier noch tun. Okay. So, wo kommen wir jetzt dahin? Und dann gehen wir noch mal nach vorne durch. Oder nach unten dann. Ah.
mach mal nicht. Das hast du jetzt falsch rum gesagt. Du siehst schwach aus, aber das täuscht. Ah ja. Noch. Das war ein Fehler. Ich hätte die gleich machen sollen. Das war doch irgendwo dann. Ich bin wirklich zu blöd, mich hier zurechtzufinden, ne? Also, die hat's mir echt angetan. Das Ding hier. Bin ich echt zu blöd zum Navigieren. Bin ich ja auch wieder hier. Ihr wisst auch nicht, wo es gerade lang geht, ne? Nochmal. Jetzt muss ich mal gucken, gibt es hier irgendeinen Durchgang. Ich meine, die Höhe stimmt ja. Oh, sag bloß, das ist hier. Ah, okay, ich war einfach zu furchtbar im Kopf. Aber ich glaube, die hatte ich noch nicht gefunden. So, okay. Gedanken des Mnesias. Mnesias persönliches Tagebuch. Poseidons Hybris hat uns alle dem Untergang geweiht, wie auch die Zyklen dieser Stadt. Es gibt jene, die den Iso wahre Größe bringen würden, und sie stehen vor den Toren. Ja gut. Also ist es doch jetzt wieder so, ne? Es gibt einige Isu, die wollen uns weiterhin als Sklaven behalten. Uns Menschen. Es gibt einige gottgleiche Elemente, die wollen das verhindern. Und dann gibt es halt welche, die wollen das weiter pushen.
So wie immer. Gut. Dann. Oh, ich kann es gar nicht glauben, dass wir es geschafft haben. Dann geht's als nächstes zu Atlas. Mal sehen, was der uns zu sagen hat. Positives, Negatives. Wir haben, soweit wie es geht, irgendwie versucht, sinnvolle Entscheidungen zu treffen. Wir werden mal sehen, ob man das auch so sieht. Und dann mal gucken, wie es weitergeht. Immerhin haben wir eigentlich jetzt erstmal alle Anforderungen an uns, die gestellt worden sind, geschafft. Wir werden es sehen. Bis dann. Cheerio, macht's gut. Ciao.